Und wieder mal Moin aus der Region Hannover. Ich weiß, ich habe ja gestern erst was gepostet, aber ich habe ein Anliegen. Und zwar geht es mir darum, so ein bisschen was darüber zu erzählen, was jetzt in der nächsten Woche passiert. Die Yamadori-Zeit fängt bald an und ein Grundanliegen ist für mich die Behandlung der Wurzeln. Jetzt habe ich tatsächlich aus dem Garten 2 Bäume und einen absolut frischen Yamadori geholt und das Anfang September. Deshalb weiß ich auch nicht, ob das was wird, aber ich habe ein bisschen was vorbereitet, um über die Wurzeln zu sprechen und über die Entwicklung der Wurzeln. Und ich glaube, das ist ganz wichtig als Grundlage überhaupt für jeden, der damit zu tun hat, dass wir das auch beachten, dass wir da ein bisschen mehr Rücksicht drauf nehmen und erstmal den Baum an sich außer Acht lassen, sondern uns auf die Wurzeln konzentrieren. Und das will ich jetzt ein bisschen vertiefen. So, ich habe jetzt aus dem Garten eine Linde geholt. Eine Winterlinde, die ich vor 2 Jahren vorbereitet habe, rund um den Wurzelballen eingestochen habe. Und jetzt möchte ich irgendwas zeigen, was ich so gar nicht zeigen kann. Aber das ist nicht das Problem, da muss sowas runter. Das ist ein Ast, den die Welt nicht braucht. So, den habe ich vor 2 Jahren vorbereitet. Das heißt, umstochen, alles Mögliche getan, damit sich um den Baum neue Wurzeln entwickeln. Tatsächlich gab es dann diese Überraschung, als ich sie auspackte. Ist ähnlich wie mit dem Carpinus betulus letztens, eine gebogene Wurzel, eine Seite gar nichts und mit Hilfe des Fagnomoses im Garten unten drunter eine ordentliche Masse. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Kandidat für eine spätere Abmoosung. Und da ich ihn jetzt sowieso draußen habe, werde ich sie gleich in einen Teichpflanzkorb pflanzen. Ich gucke mal eben nach. Hier sind also Wurzeln gewachsen. Die sind schon klasse, auf jeden Fall. Nur nicht so, wie man sie später braucht für eine Schale. Das heißt, ich brauche noch ein weiteres Jahr. Nachdem ich jetzt vor 2 Jahren angefangen habe, die im Freiland vorzubereiten, sie im Garten stand und sie nicht das gewünschte Nebari zeigt, was man jetzt natürlich forcieren muss. Es ist jetzt mit Sicherheit die falsche Jahreszeit, die auszupacken. Aber ich dachte, bevor das losgeht, ein Demonstrationsobjekt wäre nicht so schlecht. Ich gehe das Risiko ein, dass ihr das nicht übersteht. So, jetzt habe ich hier aber noch was anderes entdeckt. Und das ist auch so ein gewisses Ding, worauf man achten sollte. Der Baum ist vor 2 Jahren gestutzt worden. Und zwar hier oben, diese Schnittstelle ist wohl zu sehen, schätze ich mal. Und ab da ist sie nämlich ganz hier runter. Ich markiere das wieder mal mit dem Edding. Alles, was ich einschwärze jetzt, ist abgestorben. Das heißt, Im Grunde bildet sie schon eine Verjüngung. Im Moment möchte ich da jetzt nichts dran machen. Ich möchte es nur zeigen. Ich werde hier fräsen müssen und die Spitze wegnehmen bis ins Holz, bis ins wachsende Holz, ins lebende Holz. Und dann muss ich hier noch zeigen, hier drunter hat sich ein Kallus gebildet, der im Moment jetzt nicht weiter richtig wachsen kann, weil die alte Rinde noch drauf ist und das alte Holz noch im Weg steht. Das heißt, das müssen wir frei machen und dann irgendwann dafür sorgen, dass der Baum seinen natürlichen Drang zu wachsen weiter nachgeben kann. So, jetzt seht ihr, es sind Wurzeln dran, es sind auch Feinwurzeln dran und die lasse ich jetzt alle dran, weil es ja eigentlich schon ein Risiko ist, die jetzt überhaupt rauszunehmen. Ich packe es einfach jetzt um. Oh, das wird alles wieder schön nass hier. Tolle Wurst. Gut. In den Teichpflanzkorb und stopft das einfach mit frischem Sphagnum-Moos voll. Ich kann auch gleich sagen, was danach damit passiert. Ich bringe die nachher wieder in den Garten und lasse die mitsamt dem Teichpflanzkorb ein in den Gartenboden. Wässer die grundlegend nochmal ganz ordentlich unten. Und im Frühjahr, wenn dann die ersten Blätter kommen, dann werde ich sie hier an der oberen Stelle abmoosen. Und die lasse ich jetzt auch frei. Die hatte ich im Freiland mit eingegraben, weil ich der Hoffnung war, dass hier oben irgendwelche Wurzeln kommen. Und diese Stammdicke ausgenutzt wird, hier, diese hier, hat nicht funktioniert. Das ist das, was ich immer sage. Man kann den Bäumen schon sagen, was sie tun sollen. Aber, Leute, sie tun es sowieso nicht. Nun kann ich aber meine Abmoosung hier draufsetzen und die kann jetzt, weil wir erst den 2. September haben, kann die jetzt einfach weiter wachsen und noch mehr Wurzeln bilden als bisher. Und im Frühjahr wird sie dann eines der ersten Bäume sein, die ich behandle. Linde abmoosen. Ich habe es ja letztens schon mal gemacht, aber nicht dokumentiert. Deshalb war das meine Idee, dass ich das hier als erstes im Frühjahr mache, damit ich ein bisschen Material zusammenkriege. Ihr wisst ja, das ist noch nicht viel mit meinem Filmmaterial. Aber so kriegen wir das dann auf Dauer hin. So, jetzt ist überall drin, wird gleich noch ordentlich getränkt und dann im Garten nochmal getränkt. Die hat Zugang mit den Wurzeln jetzt ins Gartenerdreich. Und kann sich da noch weiter ausbreiten. Die Wurzeln werden sicher noch ein bisschen dicker und sonst was. Aber ich hoffe, auch ein paar neue kommen da raus. Im Augenblick möchte ich da noch nichts dran machen. Das mit der Abmoosung, wie gesagt, ist dann Sache des Frühjahres. Und ich glaube, wenn ihr den Baum jetzt seht und so eine Abmoosung gelingt, könnte man sich vorstellen, das wird was. Das wird was Gutes. So, hier zu Linde, das war Nummer 1. So, der nächste Baum ist ein Weißdorn. Man weiß nie, was da unten rauskommt, wenn man einen Baum ausfällt. Nun musste ich hier feststellen, hier oben gibt es fast nichts. Es gibt eine Schöne Stammform hier bis hierher. Und Spinnen. Okay, das ist nicht so wild. So. Und ein paar zarte Wurzelchen. Auch die kommt heute ins Fagnomos, aber nicht in so einem kleinen. Dann nehme ich doch einen größeren. Jetzt muss ich dazu, aber damit die einigermaßen reinpasst, die Wurzeln im Grunde da rein quetschen. In dem Fall bleibt mir nichts anderes übrig, aber ihr seht, die klemmen sich so fest, dass sie zumindest erstmal stehen bleibt. Aber erstmal muss eine Schicht Moos drunter. Erstmal eine Schicht Moos drunter. Dann gibt es aber jetzt an den Wurzeln auch noch vorsichtige Schnitte. Mit der Schnittstelle nach unten, mein lieber Freund. Denkt dran. Wobei die oberen fallen wahrscheinlich sowieso weg, die oberen dicken Wurzeln. Nur wir wollen das hier erstmal demonstrieren. Und ich drücke die wieder richtig schön da rein, da, ins Moos, so dass alle Wurzeln mit dem Moos verbunden sind. Und mit den oberen, stärkeren Wurzeln, die wir nachher eigentlich gar nicht mehr brauchen, ist aber ein Halt gewährleistet, sodass wir nicht mit Draht arbeiten müssen. Das Moos selbst hat ja auch noch eine Funktion, wie es das alles ein bisschen fixiert. Wenn man es so in die Wurzeln drückt, ihr könnt euch vorstellen, was für einen Verschleiß ich an Moos habe. Denn ein Baum in dieser Verfassung jetzt in mineralisches Substrat zu stellen, das ist Quatsch. Ein Yamadori braucht erst Wurzeln. Dieses Moos ist übrigens getränkt. Ich habe jetzt nichts mehr, aber ich habe das schon ein paar Mal gezeigt mit Mikroorganismen. Das habe ich aber vor ein paar Tagen den Rest hier reingekippt. Eigentlich reicht es so ein Esslöffel in der Regel, weil die sich ja selbst vermehren. Das Moos kommt ja in trockenen Ballen und in lauwarmem Wasser mache ich es dann geschmeidig, sodass ich es verarbeiten kann. Das ist immer noch ein bisschen warm. Ich habe noch ein bisschen warmes Wasser dazu gegossen. Das belebt aber auch die Mikroorganismen. Sich zu vervielfältigen. Und wie gesagt, Mikroorganismen, sprich Bakterien und sowas, sind sehr dankbar dafür und können sich dadurch erheblich besser vermehren. So kann man damit eigentlich recht sparsam umgehen. Aber ich habe einfach schlichtweg übersehen, dass das schon wieder der Rest war. Ich habe dieses Jahr 2 Flaschen gebraucht. Und nehme das Esslöffel Größenordnung ungefähr. So, steht fest, passt, wackelt unter Luft. Wird jetzt auch wieder getaucht, bis der Ballen richtig schön satt ist. Was haben wir da denn? Ach, ein Ahornflugsamen, okay. Von mir aus auch, aber der sieht schon matschig aus, der ist tot. So. Der ist wahrscheinlich schon vom letzten Jahr. Da ein bisschen was kann auch da rein. So. Gut. Der Weißdorn ist jetzt auch soweit erledigt. Der Topf kommt bis hierhin in den Gartenboden. Also da wird eine leichte Decke drauf gesetzt. Und im Frühjahr kommt er aus dem Gartenboden, weil ich sehe, dass hier unten Wurzeln gewachsen sind. Was ja jetzt immer noch möglich ist. Wir haben ja erst September. Den ganzen September noch, wenn der Oktober nicht zu kalt wird, werden auch noch Wurzeln entstehen. Dann hätten wir den hier auch erstmal bearbeitet. Und wenn das dann tatsächlich der Fall ist, dass ich hier Wurzeln sehe, wenn ich ihn raushole, dann kommt der nächste Schritt, nämlich die Abmoosung an dem Teil, was mir am meisten Freude macht im Moment hier. Hier unten rum. Dazu nehme ich dann ein bisschen Moos raus, mache ein bisschen ein Loch hier sozusagen und den Kranz zum Einschneiden ein bisschen tiefer als die Oberfläche jetzt. Aber das sehen wir dann. Zur Vorbereitung aufs Frühjahr dachte ich, müsste das jetzt auch mal sein. Das ist Yamadori Nummer 2 aus dem Frühjahr diesen Jahres. Und hat sich nicht so entwickelt, wie ich das gehofft hatte. Deshalb gebe ich hier nochmal einen zusätzlichen Anstoß. Es sind lebende Knospen da. Es ist im Grunde alles da. Man braucht nichts abschneiden. Hier ist ein, doch, da ist ein totes Stämmchen. Stämmchen, nicht Ästchen. Er ist tot. Nicht mal ganz tot, sondern auch noch grün. Shit. Dann lasse ich es. Lasse ich so. Gut. Einmal noch rundum. Und dann zeige ich euch meinen ersten Yamadori diesen Jahres. Es handelt sich dabei um eine Ulme. Eine Feldulme, Ulmus minor. Hier ist sie. Ulmus minor. Ich weiß gar nicht, ob ich sie ganz aufs Bild kriege. Was Sache ist, muss ich auch nochmal sagen, eine besondere Eigenheit von Ulmen. Hier sehe ich auch noch ein bisschen Fremdwurzeln drin. Aber im Grunde ist dies hier schon ein Glücksfall, diese Ulme. Der Wurzelansatz nämlich. Das ist ein Glücksfall insofern, dass er sehr gut verwertbar ist. Jetzt aber eine Eigenart von Ulm, vielleicht ist es sichtbar, hier gibt es so eine Schleimschicht. Wenn die in Wasser stehen, dann schleimen die ihre Kapillaren zu. Alle Wege werden dazu geschleimt, damit der Baum nicht zu viel Flüssigkeit verliert. Das ist so eine Eigenschutzfunktion. Dem muss ich aber vorbeugen, wenn ich sie jetzt in den Teichpflanzkorb kriegen will. Wobei der Wurzelball natürlich auch relativ groß ist, was auch also schon mal sich relativ schwierig gestaltet. Hier ist noch ein bisschen Waldboden dazwischen. Dachte ich, hätte alles ausgespült. Aber das reicht vollkommen. Jetzt geht es einfach nur darum, ein erträgliches Maß an Wurzeln aufzubauen. Diese Ulme hat sehr gute Anlagen. Trotzdem weiß ich nicht, ob ich sie durchkriege. Weil wir jetzt einfach mit dem 2. September und bei Temperaturen um 20 Grad einfach noch zu früh dran sind. Es ist einfach nur zu Demonstrationszwecken. Wenn sie nicht kommt, kommt sie nicht. So, ich schneide jetzt die dickeren Wurzeln ab. Bemühe mich, um den Schnitt nach unten zu richten. Und diese Stellen hier, damit die nicht gleich wieder anlaufen, bearbeite ich mit Wurzelhormon, welches ich vorher ein bisschen, naja, cremig gemacht habe, sagen wir so. Ist im Pinsel drin. Das Puder ist im Pinsel und dann mit ein bisschen Wasser aufgelöst. Das ist ein seit Jahren toll funktionierendes Rezept, in meinen Augen. So, ich muss das auf Teichkorbmaß schneiden. Aber ich kann natürlich auch den Baum als solches nicht in der Größenordnung lassen. Aber das gehen wir als nächstes erst an. Hier gibt es so Feinwurzeln. Hinter der längsten Feinwurzel mache ich einfach einen Cut. Dann haben wir hier so zwei lange Wurzeln, die aber auch am Ansatz schon ein paar kleine Saugwurzeln haben. So, ich hoffe, das Maß reicht dann für den Teichpflanzkorb. Bin da guter Hoffnung. Ich merke, dass die dicke Schere gar nicht nötig ist, aber ich will auch noch die Wundversorgung hier an den Wurzeln vornehmen. Nehmen wir das mal alles raus hier. So, dann machen wir hier die Wundversorgung drauf. Wie gesagt, mit dem Bewurzelungshormon, was ich auch für Stecklinge und sowas verwende. Der Pinsel ist gut getränkt. So, jetzt kommt der Weg in den Teichpflanzkorb. Die ist zu hoch hier. Da ist aber eine kleine Wurzel dahinter. Und weg. Okay, so. So steht sie schon mal. Und dann mal gucken, wie das in den Korb passt. Erstmal eine Schicht Moos. So, hier sind die kleinen Wurzeln, die Feinwurzeln, die ich behalten wollte. Das Moos. Eine Schicht Moos ist drin. So, Freunde, das ist jetzt eine reine Demonstration. Das ist, ob der Baum das überlebt. Am 2. September bei Temperaturen um 20 Grad, das ist etwas anderes. Da an der Stelle so viele Ulmen wachsen, dass ich da ohnehin einige Tage zu tun haben werde, habe ich mir gedacht, eine opfere ich mal. Oder sie wird nicht geopfert und ich kann meine Pläne noch etwas ausweiten, nämlich dann im September schon anfangen. Aber entscheiden wird sich das natürlich erst im Frühjahr, ne? Ungefähr, wenn sie wieder austreibt. Wenn sie austreiben sollte. So. Hier. Ein bisschen drunter, damit sie etwas aufrechter steht. So, ja. Das sieht doch schon gut aus. Bei ihr ist dasselbe, wie ich bei den anderen schon gesagt habe. Die kommt in den Garten mitsamt Teichpflanzkorb. Allerdings in einen schattigen Bereich, da wo der Walnussbaum seine dicken Blätter noch drüber hält. Denn wie gesagt, die Sonne scheint zurzeit und die ist ja frisch ausgegraben. Die hat, wie ihr gesehen habt, relativ wenig Feinwurzeln. Sehr, sehr wenig. Und ich hoffe, sie hat die Chance zu regenerieren. Das würde mich sehr freuen. Ich könnte dann bei einzelnen Baumarten so ein bisschen die Zeit auch wieder ein bisschen ausdehnen und verbessern, wo ich unterwegs bin. Und nicht alles unter Druck so in der Zeit Oktober bis Ende Februar machen. Das muss ich nämlich im Naturschutzgebiet sowieso. Da erlaubt man mir das gar nicht anders, weil ich sonst das Brutgeschäft von einzelnen Tieren und so weiter beeinträchtigen will. Und das ist jetzt der nächste Appell auch. Bitte, bevor ihr irgendwo einen Baum holt, Holt euch die Erlaubnis. Mit diesem Revierförster, wo ich heute Morgen war und die Ulme mitgebracht habe, bin ich auf Du und Du. Ihr kennt meine Leidenschaft für Bonsai und, muss ich sagen, ist selbst auch schon etwas angesteckt. Was mich natürlich freut. So, Freunde, soweit ist es. Ich nehme es mal ein bisschen auseinander hier. Ich zeige euch mal, was der Baum sonst noch bietet, weshalb ich den auch geholt habe. Einmal zu Demonstrationszwecken sowieso. Zum anderen hat es hier am Stamm überall Knospen, das Bäumchen, bis hier oben hin. So, das heißt, ich opfere jetzt den Ast da drüber, über den letzten Knospen. Hier etwa. Ja, hier sind auch noch zwei, drei Knospen, die nehme ich auch noch, die lasse ich auch noch stehen. So, dann ist hier so ein wilder Auswuchs, brauchen wir nicht, aber die Ulme neigt dazu, überall so kleine Knospen fürs nächste Jahr schon gebildet zu haben. Dahinter säubere ich den Baum jetzt und gleich werdet ihr sehen, dass relativ wenig überbleibt. Das ist aber, da sind auch noch viele Knospen, die noch nicht getrieben sind. Das ist jetzt der klägliche Rest. Jetzt gibt es natürlich das Übliche wieder, die Wundversorgung. Hier nehme ich jetzt Wundpaste, weil die schlichtweg bei Regenwetter und so weiter im Winter dann besser hält als Lackbalsam. Jetzt muss ich schon wieder die Finger benetzen, ne? Leck mich doch. Naja, ich weiß, du willst geleckt werden. Ja, okay. So, jetzt mache ich auch nur die obere, den dicken Schnitt weg oder dicht. Ulmen neigen dazu, mit starker Kallusbildung solche Wunden zu verschließen und aus dem Kallus kommen häufig im Frühjahr dann schon neue Knospen. Aus dem Kallusgewebe, das muss man sich mal vorstellen. So, steht nicht schön, aber selten. Mal gucken, kann ich noch was ändern? Ja, vielleicht so. Aber das hat ja nun erstmal noch gar keinen Einfluss auf die Wurzelbildung, wie rum der steht. So, Freunde, bis hierhin sind wir fertig und ich lege euch das ans Herz, achtet auf solche Sachen. Wenn die Yamadori-Saison beginnt und ihr habt euch da schon lange, lange einen Baum ausgeguckt, den ihr haben dürft und unbedingt haben möchtet, denkt dann, die brauchen Zeit, bis die ein entsprechendes Wurzelbild haben, um eine Schale zu können. Das von Anfang an in eine Schale zu packen, ist verlorene Liebesmühe. Gut, wird jetzt ordentlich getränkt und so weiter. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß in der Yamadori-Saison. Nehmt die Anregungen mit, sind richtig wichtig, wenn ihr den Baum behalten wollt, wenn ihr daraus was machen wollt. Ob es mit diesem klappt, weiß ich nicht. Ich weiß, dass es ab Oktober so immer klappt. Zumindest bei Laubbäumen. Bei Nadelbäumen ist es noch ein bisschen was anderes. Das sehen wir dann aber auch nochmal, wenn es soweit ist. In den nächsten 2 bis 3 Wochen kommt dann auch was. Kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Okay, man sieht sich.